Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 LSWFR. Wir sind heute mit diesem schicken VW Amarok unterwegs und zwar hier eher im County, weil ist ja ein schöner Offroader. Wenn wir mal Offroad fahren müssen, können wir auch mal Offroad fahren. Und der da vorne hat ja eine richtig gute Ladungssicherung. Das passt ja perfekt, dass wir gerade langfahren. Und wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt sehr gerne einen Kommentar so für den Algorithmus. Und würde ich mal sagen, mache ich doch mal eine Fahrzeugabfrage. Bison. Gut, dann halten wir ihn einfach trotzdem mal an. Einfach nur, damit ich ihm darauf hinweisen kann, dass seine Ladungssicherung leider nicht so. Was macht. Hallo? Was sind das für Sirenen, die ich hier habe? Irgendwie ist die Karre nicht so. Wir brauchen mal eine Lufteinheit und alles. Jetzt ist das hier in der Schießerei geändert. Oh. Ja, kommen die Kollegen schon. Die Kollegen machen Frontalzusammenstoß. Der fährt zurück, der fährt weg. Der Kollege wird. Komm rein, Kollege. Aber mit dem Kollegen zu fahren ist, was das auch geht, immer. Hallo, Entschuldigung. So, da vorne sind die. Der fährt auch ein bisschen sehr Offroad. Mal aufpassen bitte, ich baller hier schön mit 150 lang, schön offroadig. Oh, da ist ein Fuchs, aufpassen. So, da müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Polizei, bleiben Sie jetzt stehen. Versuch seinen Anhänger wenigstens wegzurammen. Oh! Ich muss kurz warten. Perfekt. Oh, das ist ein bisschen kaputt. Ich kann da über den Berg abkürzen, das ist doch super. Das mache ich dann doch auch gleich. Ich kann doch nicht abkürzen, der fährt da. Jetzt sind wir endlich mal ein Offroader und ich fahre super gut. Ich fahre wirklich super gut. Ach man, natürlich sind die nicht... Oh, sind wir nicht rechts. Jetzt habe ich mir die Karre unnötig kaputt gefahren, okay. Einmal ihre Personalien überprüfen, Joe Lawson. Haftbefehl hat er keinen, Feuerschein ist gültig. Gut, dann werde ich einmal das Fahrzeug durchsuchen. Bester TV-Kombi mit Vitrinentüren. Wie auch immer das da hineinpasst. Beifahrerseite ein Taser, eine Island-Flagge und ein Hammer-Haizahn. Und auch im Kofferraum kein Pfund. Den Anhänger kann ich nicht so viel der Reise durchsuchen, ne? Na, hallo? Was soll das denn? Sind sie bescheuert? Dann lass das Fahrzeug mal abschleppen. Sag mal, wollen sie nämlich. Jetzt kommen sie mal her. Polizei, stehen bleiben. Der wollte hier einfach flüchten. Erst wird kaputt machen und dann flüchten oder was? Was soll das denn werden? Ah, das Fahrzeug wurde abgeschleppt, perfekt. Sie dürfen, wenn ich einmal umdrehen bitte, ich werde sie immer filzen. Hasenjäger für 1 Ausweis, Samsung Galaxy Fold 2 und Contergan, verbotenes Medikament, okay. So, dann mache ich nochmal einen Atemalkoholtest, bitte einmal umdrehen. Also ich glaube mit dem Kopf, Rücken, wie man uns nennt, können sie nicht den Atemalkoholtest bestehen. Drogentest, den kann der Kollege machen. Gut, Drogen hat er nicht genommen, perfekt. Dann dürfte das Fahrzeug hier einmal abgeschleppt werden. Und sie dürfen einmal hier sich umdrehen, bitte. Gut, perfekt, dann dürfen sie sich einmal hier in den Fond setzen. Ist jetzt leider nicht extravagant groß. Ich sitze nämlich sehr weit hinten. Gut, die Tür bleibt jetzt hier. Ach ja, wir haben ja noch einen verhaftet, da war ja was. Guten Tag, na, was geht? Bitte einmal den Ausweis. Brian Forster. Person mit einem Messer. Ja, Kollegen, ihr schafft das hier dann, ne? Dann könnt ihr ja abtransportieren und alles. Wir wurden gerufen zu einem,
Messerangriff? Komm rein, Kollege. Da sollen wir auf jeden Fall schnell anfahren. Gut, jetzt die Navi-Markierung weg, aber ich werde es ja trotzdem schaffen. Einmal hier links. So, dann müssen wir... Oh Gott, die Lenkung versagt. Natürlich ist das ein echter Baum, aber die Hälfte wieder nicht. Meine Güte. Gut, dann fahren wir einmal weiter. Die Karre hat ja nicht irgendwie schon gelitten. Jetzt sieht sie wenigstens gleich aus von vorne. Guten Tag, Polizei. Ach, jetzt rennt der gleich schon weg. Mann, ich habe die falschen Sirenen hier in dem Auto. Einfach stehen bleiben, danke. Wollte sie nicht anfahren, tut mir leid. Aber bleiben sie doch mal stehen. Stehen bleiben, Polizei, jetzt. Bitte nicht auf den Berg rennen. Da muss ich Sport machen und das ist anstrengend. Da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, da komme ich kaum hoch den Berg. Polizei, jetzt bleiben sie stehen. Natürlich geht der Taser nicht bis dahin. Das ist schlecht. Jetzt aber. Machen Sie, was der Kollege sagt. Nehmen Sie die Hände hoch und runter auf den Boden. Und rein in den Berg. Gut, perfekt. Dann, würde ich doch mal sagen, gehen wir erstmal wieder runter zum Fahrzeug, dann können wir nämlich alles in Ruhe klären. Sonst wird das nämlich noch so anstrengend und das ist ja wohl, hier auf dem Berg ist ja nicht so ganz entspannt. Also ich muss sagen, der Ausblick, der ist schön, vor allen Dingen da mit der Sonne, wenn man jetzt so guckt. So, jetzt können wir auch mal den Akzent wieder lassen. Ich fange zwischendurch. Oh Gott! Bitte nicht angreifen, Tier. Okay, ist zu spät. Wo ist denn unser Auto? Wer sitzt da unten denn? Achso, ich habe die Renndistanz vom Auto nicht eingestellt, bevor ich es eingefügt habe. Und, ach, die haben ja noch den anderen Typen im Auto. Da war ja was, den habe ich schon vergessen. Da haben sie ja Glück, ne, dass das Auto zwei Sitze hat. Bitte einmal umdrehen. Ich werde es einmal filzen. Mehrere Blockbuster-Video-Store-Gutscheinkarten und Darmkleidungs-Airbags. Gut, dann werde ich mal Personalien überprüfen. Austin King. Kein Haftbefehl und die Fahrerlaubnis ist gültig. Gut, dann mache ich mal einen Atemalkoholtest. Bitte einmal zu mir drehen. Gut, dann würde ich doch mal sagen, darf ich sie hier mal bitte nehmen. Kommen sie auf die andere Seite. Ich könnte es auch auf die Ladefläche packen, aber ich glaube nicht, dass der TÜV das zulässt. Ach nee, kann auch jetzt nicht, wir haben nur einen Platz. Nee, in vorn setzen, perfekt. Ich dachte schon, wir haben nur einen Platz. Wäre blöde gewesen. So, dann Türe zu. Die Karre hat ein bisschen sehr gelitten. Dann einmal einsteigen, Kollege, komm bitte. Und dann 4,5 Kilometer bis zum nächsten Gefängnis. Und das ist ja das beim Militär. Ist das nicht näher dran? Scheinbar nicht. Dann würde ich doch mal sagen, bringen der Kollege und ich die dahin. Und das war's mit der heutigen Folge GTA 5 SBFR. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut in den Playlists vorbei, da sind alle SBFR Videos verlinkt. Die Lenkung von diesem Auto ist sehr... Ja, super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.